und einen wunderschönen 1. Oktobertag 2020. Eigentlich schon gruselig genug, das Jahr. Das stimmt, ja. Hallo. Es ist der Halloween-Special-Monat hier bei The Donkeys. Wir spielen... Zombie, nicht you, Zombie. Horror-Games. Ja, heute Zombie. Ursprünglich Zombie U auf der Wii U. Falls sich da irgendeiner dran erinnert. Ich glaube, das ist damals ziemlich untergegangen, vor allem halt, weil die Wii U auch nicht gerade sehr weit verbreitet war, ne? Wir haben viel mit der Wii U gespielt, wir mochten die gern. Ja, ich fand die echt cool, aber allgemein kam nicht gut an. Wir haben auch dieses Spiel gespielt. Aber nicht ganz durch, weil wir an einer Stelle nicht weitergekommen sind. Wir hoffen, diesmal läuft es besser. Ja, das stimmt. Mit dem Controller kam ich damals auf der Wii U auch echt nicht so gut klar. Ja, irgendwie. Aber die Stelle war auch schwer. Du hast gar keine Chance gehabt. Ich hoffe, dass das diesmal besser wird. Du fängst an? Ja. Was ich halt sehr interessant finde bei dem Game, dass man... dass man den Charakter kriegt, mit dem man spielt und ganz viele Dinge sammelt und so. Ich weiß gar nicht mehr genau, was man da gesammelt hat. Munition? Wahrscheinlich auch, ja. Die Alchemie des Reichtums aus dem Nichts wird eine neuerliche Plage über das Menschengeschlecht bringen. Der Nebel des Todes verhüllt das Land. Und jene, die nicht gewappnet sind, werden seiner stinkenden Umklammerung erliegen. Denn Gott kennt keine Gnade für jene, die sein Wort nicht achten. Und das Ende wird kommen. Und die Welt, unwürdig in seinen Augen, wird gereinigt werden von schwarzen Engeln, auf dass er eine neue erschaffe. London. Auch mal so ein bisschen was anderes, London. Und wir spielen jetzt gleich einen Charakter. Wenn man stirbt, kriegt man einen neuen. Das will er eigentlich sagen. Ja, ey, komm schon. Du kommst immer nicht auf den Punkt. Ja, lass mich doch erzählen. Ja, und wenn man stirbt, dann kriegt man einen neuen Charakter und der alte Charakter ist tot und man kann dann zu dem alten Charakter quasi noch hingehen und die Sachen aus dem Rucksack holen. Ich fand, das war eine coole Idee. Ja, war's. Wenn ich jetzt schnell was drücken muss, schaffe ich nicht. Ich habe keine Ahnung, wie das hier war mit dem Anfang. Ey. Hey, hier drüben. Komm runter in die Station. Achso doch, ich glaube, da fangen wir an. Ja, du. Ich kann dich sehen. Folge meiner Stimme. In die U-Bahn. Muss ich jetzt gehen? Solange da über Spring steht. Jetzt musst du rennen sogar, wa? Bin mir noch nicht so sicher. Mache ich überhaupt schon irgendwas? Ich denke schon, ja, du läufst. Ach ja, Ego-Perspektive. Klingt ja großartig an, wahrscheinlich bin ich gleich schon tot. Drücke L3. Moment, wo ist L3? Den Linkstick reindrücken. Leiter. Oh. Mal guck, ich lebe noch. X. Oh, Alter, jetzt geh doch die Scheiß Leiter hoch. Das schaffe ich im Leben nicht. Oh, wirklich? Ach, dann hätten wir jetzt am Anfang rennen sollen. Ich wusste nicht wie, verdammt. Das fängt ja großartig an. Also der erste Charakter ist gleich schon mal tot. Aber ich finde das cool, dass die dich nicht verletzen, weil es immer diesen Leiter-Move gibt. Ja, aber es kann ja auch nicht auf Dauer so geben. Lass ich mich jetzt einfach fressen? Ich weiß nicht, wer wird zuerst müde? Du oder die Zombies? Na, ich. Boah, das fängt ja echt... Das ist schön, da so geil der Anfang. Ach komm, ich lass mich jetzt fressen. Scheiß drauf, ziehen wir einen anderen Charakter. Los, esst mich auf.
Ein Biss reicht, dafür bin ich hier aber noch ganz schön. So, Zombie. Du fängst an. Vielleicht muss man da sterben. Wahrscheinlich nicht und ich habe es einfach nur verkackt. Also das mit dem Zombie-Schriftzug, aber vielleicht gab es später nach der Leiter noch eine Szene. Ich weiß es nicht. Wo man dann gestorben wäre. Aufstehen, aufstehen. Okay, jetzt machen wir jetzt andere Charakter. Du siehst nicht gut aus. Ich würde ja sagen, es ist ein. Ich kann mich auch erinnern, dass das da der Anfang ist, im Safe House. Daisy Clark. Apotheker. Willkommen im Safe House. Meine Freunde nennen mich der Prepper. Weißt du warum? Und man schläft und erholt man sich, glaube ich. Weil ich immer vorbereitet bin. Glaub es oder nicht. Aber ich wusste schon lange. Du musst die Kamera noch ändern, ne? Gut. Ich wollte ihn erstmal reden lassen. Gut. Siehst du das Gerät auf der Werkbank? Mit dem Bildschirm? Nimm's. Was für eine Werkbank? Dort, wo du noch nicht hingegangen bist. Nee, doch nicht. Da. Ach, guck mal. Ach, das genau. Das ist das Ding, was wir auf dem Controller hatten. Ah, hier. Das ist im Controller, was? Ja, das müssen wir auf jeden Fall ausstellen. Das nervt ja sonst, vor allem mit dem Mikrofon. Prüferstimme. Ja. Selbst gebaut. Ich nenn's Prepper Pad. Es ist eine Art Radar. Ja, das Radar war auf dem Wii U Gamepad eigentlich, ne? Ja. Das war nämlich ganz geil. Auch wenn man im Rucksack was gemacht hat, hat man das am Pad gemacht. Kümmere dich erst um das Licht. Auf dem Klo ist ein Generator. Da leuchtet etwas grün um. Siehst du das grüne Licht auf der Karte? Toilette. Achso, da muss ich gar nicht hin. Ja, komisch. Du musst irgendwie zum Generator. Doch, du musst da hin. Das Licht, du sollst das Licht anmachen und das ist am Generator. Ach so, da. Aber guck mal, da ist das Grüne. Ja, dachte, aber da muss ich hin. Nee, du musst da auf dem Bildschirm zu dem. Dahin. Jetzt kannst du was sehen. Geh zurück in den Hauptraum und zieh dir die Monitore an. Wie bei Dying Light. Ein bisschen. Wir hier Batterien für die Taschenlampe? Ich weiß es nicht mehr. Oben rechts. Ja, dann mach mal lieber aus. Nimm doch Licht gerade. Ich habe sie nur gezeigt. Naja, du hättest auch einfach sagen können, oben rechts ohne anmachen. Siehst du, der Letzte, dem ich helfen wollte, ist ohne Pad rausgegangen. Eine ganz schlechte Idee. Ach, der aber hängt da ist noch was Nützliches. Der Rucksack dort ist ein Bug-Out-Pack. Und Bob, den Inhalt brauchst du zum Überleben. Siehst du, jetzt bringt er einem das bei, dass man halt die Rucksäcke wiederholen kann. Da musste man auf jeden Fall sterben. Nur du bist an einer anderen Stelle wahrscheinlich gestorben. Naja. Okay, geht auf. Oh, Fernlicht. Aber da wir gesehen haben, dass das Batterie klaut, machen wir das wohl seltener als. Also auf jeden Fall selten. Verbarrikadieren. Jetzt kann ich jetzt verbarrikadieren? Vielleicht. Ach, ein Hammer brauchen wir. Nein, kannst du nicht. Und Waffen. Haben hat wir man noch irgendwelche nicht. Bretter und so aufgesammelt, oder? Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube. Also ich glaube, ich fand die Atmosphäre ziemlich cool und dass man hier so viel erforschen kann und so. Komm, jetzt kann ich auch vor die Tür schieben. Ja, aber gerade ja nicht nötig. Ach, da müsste. Nee. Also da ist das Rolltor, oder? Könntest du mal das Radar ausprobieren? Dreieck. Ah, da ist er noch. Ah, okay. Wie jetzt raff ich wieder. Wie bei Alien.
Das ist echt ganz praktisch eigentlich, ne? Mit dem Radar. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie das hier ist, aber in echt könnte der nicht unterscheiden zwischen einem Zombie und... Okay, mit R1 dreht man sich schnell, mit R2 schubst man. Mit L3 läufst du. Mit R3 Taschenlampe kann man sich nicht bücken? Ich wollte nicht bücken. Vielleicht geht das noch nicht. Hat er dir noch nicht beigebracht? Da ist doch noch eine Tür. Ach so, okay. Da musst du dich genug vorstellen. Hol dir den Quicker-Trigger und sei nicht zimperlich. Ach, da ist da. Guck, da ist die Waffe. Nimmst du als stillschweigende Überlebenden. Du willst doch auch, dass es jemand für dich tut, wenn du infiziert wirst. L2, R2. Der ist nämlich tot. Jetzt ist er tot. Gut gemacht. Nicht schön, aber es muss sein. Jetzt sieh dir den Bob an. Wie gesagt, darin steckt eine Pistole und Munition. Die brauchst du definitiv. Auf jeden Fall nicht gedrückt halten. Was nicht gedrückt halten? Man kann nicht den Schlagknopf gedrückt halten. Und sie hält das die ganze Zeit über den Kopf, sondern sie schlägt gleich zu. Hey, wieso? Du löst doch den Schlag erst aus mit R2, oder? Ja, ja. Ich habe gedacht, man kann halt ausholen und gedrückt halten und dann wie bei Dying Light, dachte ich. Ich habe Dying Light nicht gesehen. Ach so, das sind Türen. Jetzt raff ich was. Das ist das Blaue. Was wolltest du sagen? Wir lassen es erstmal so. Wenn die erste Folge vom Sound nicht so perfekt ist, beim nächsten Mal wird es besser. Weil mir ist aufgefallen, wenn der Typ redet, dann ist das verdammt laut, aber der Rest ist halt so atmosphärisch leise eigentlich. Deswegen wollte ich es ungern noch leiser spielen, das Spiel. Ja, wird uns schon hören irgendwie. Wenn du 20 Stunden wach bist, kannst du keine Entscheidung mehr treffen. Vernachlässige den Schlaf nicht. Ja, schlafen ist wichtig. Ach, siehst du, wir sollen sogar zurückkehren. Ja. Moment. Was? Genau, ich wollte jetzt mal in die Tasche gucken. Ja, das ist schade. Das war auf dem Pad besser, ne? Also cooler. Mhm. Aber das geht hier ja nicht. Guck mal, jetzt kann man hier das auf den Schnellzugriff zum Beispiel nach links den Schläger machen, nach rechts die Waffe und nach... David, du weißt, dass das keine gute Idee ist. Und das war's. Die Munition vielleicht noch? Ich denke mal, die lädt automatisch noch. Ich wollte gerade noch nach... Aber ich glaube, es geht nur die beiden Sachen. Links und rechts. Ja. Gute Arbeit. Du musst diesen Ort sauber halten, wenn du überleben willst. Okay. Was ist das hier? Achso, der Schläger. Mal kurz testen, okay. Viereck nachladen. Ich höre Zombies. Ach, guck mal, hier haben wir Beretta. Ach, zum Verbarrikadieren. Da weiß ich dann natürlich immer, ich weiß dann immer nicht, wo jetzt am schlausten ist, ne? Ja, das ist halt die Frage, ne? Zu barrikadieren. Das wissen wir nicht. Weil ich glaube, das Safe House an sich ist safe, oder? Ja, ich glaube, da war nie was drin. Benutz nochmal das Radar. Da ist nichts. Ach, geh zurück in den Hauptraum und sieh dir nochmal die Monitore an. Halten wir den Controller die ganze Zeit so, den Schläger? Die Kameras in ganz London verbunden. So wie die in dem Supermarkt in deiner Nähe. Je mehr Augen du hast, desto besser. Es gibt dort noch mehr Kameras. Ich werde dir zeigen, wie man sie hackt. Stört dich das? Die Leute halten Kameras für sicher. Fest verdrahtet mit der Polizei. Aber das stimmt nicht. Ich war bei den Fernmeldern. Ich kann dir das eine oder andere darüber erzählen. Guck mal, man kann sogar die... Haben wir das jemals gemacht? Ich glaube schon. Warte den ersten Ausflug. Die Kameras reparieren sich nicht selbst und ein paar Besorgungen stehen an. Ich würde erst nochmal schlafen, wa? Okay, hier können wir auch was in die Kiste packen. Ja. Die Bretter. Zum Beispiel die Bretter, ja genau, weil wir nicht genau wissen, was wir damit tun sollen. Aktuell... Du da nochmal? Nein, dann sind wir gleich wieder tot. Naja, aber komm, du willst auch spielen, nicht nur ich. Ja, aber jetzt mach erstmal. Kick.
Card erforderlich. Aber gerade am Anfang ist doch... Ach ja, macht doch nix. Noch leichter. Wofür dieser grüne Punkt ist, das haben wir noch nicht rausgekriegt, ne? Dieser grüne Pfeil da. Nee, das... da muss man die Keycard, braucht man dafür. Das ist die Keycard-Tür, okay. Wo sollen wir jetzt hingehen? In den Supermarkt. Wo ist der? Das sind die Kameras, ne? Und Besorgungen stehen an, hat er gesagt. Müssen wir da lang, wo wir den... Moment, ich öffne die Rolltore für dich. Okay, nein, müssen wir nicht. Oh, da leuchtet was. Ich will mich immer bücken, aber... Benutze Bob. Ja, haben wir schon gemacht. Wie soll ich... Vielleicht mit zweimal nach rechts drücken? Ach so. Zweimal schnell? Nee. Warte, ist ja nichts zugewiesen jetzt. Wenn ich das Medikit zum Beispiel nach... Ja, aber dann kannst du es jetzt nicht ausprobieren. Doppelrechts? Ja. Jetzt ist doppelrechts, okay, jetzt ein Pfeil. Jetzt hast du weggemacht alles. Ja, rechts, links, okay. Medikit willst du nicht, ja? Ja, doch, mach. Ich weiß nicht, ob die das dann gleich nimmt oder ob die das nur in die Hand nimmt. Das weiß ich auch nicht. Versuch's, mach einfach, aber probier's nicht aus. Okay. Was ist das? Oh, schick. Ach was. Ein Geschütz. Lockt das nicht andere an? Ja, wollte ich gerade sagen. Das ist laut, ne? Würde ich sagen, oder? Das machen wir lieber. Vielleicht brauchen wir das irgendwann nochmal. Bestimmt, wenn es nötig ist. Probieren wir jetzt nicht. Dem kannst du einfach eins überbraten. So, wir müssen da gar nicht hin. Na gut. Macht er wieder zu, er ist mir gefangen. Naja. Raus kommst du nur mit einer Keycard. Irgendwo in der Station findest du eine. Benutze den Umgebungsscanner, um das Gebiet abzusuchen. Ah? Hier scheint es ruhig zu sein. Noch. Scan den Bereich jetzt mit einem Pad und sieh, was du dir krallen kannst. Im geschenkten Gaul. Schaut man nicht ins Maul. Ich glaube, du musst da hingehen dann jetzt einfach. Ja, aber... Er hat dir gezeigt, du hast da einmal drauf gezeigt und er hat dir gezeigt, in dem Koffer ist was drin. Wäre ich nicht sowieso an den Koffer gegangen? Keine Ahnung. Aber du hättest da den nicht öffnen müssen, weil das Pad hat dir schon gezeigt, der ist leer. Spart Zeit. Ah, guck. Infizierter. Ist der noch? Ach, der lebt noch, ne? Wahrscheinlich. Hau mal drauf. Achso, die geht wieder für uns auf, wenn wir in die Nähe kommen. Das ist ja nett. Ich weiß gar nicht, ob die Waffen hier kaputt gehen. Weiß ich auch nicht mehr. Ich hätte Feuer geben sollen. Ja, ich weiß. Während der Zombie-Apokalypse nur am Pinkeln. Ich finde es aber auch cool, dass die Köpfe dann gleich so kaputt gehen. Und man die Leichen jetzt noch einfach vorsichtshalber schon mal ausschalten kann. Ich frage mich ja, wie das funktioniert. Woher weiß der Scanner? Dass der Zombie nichts hat, was ich irgendwie einsammeln kann. Ich glaube, ich muss erstmal hier. Da muss ich irgendwie hinkommen. Ist auch oben, ja. Moment.
Moment, kann ich da irgendwie hin? Komme ich hier durch? Hier ist doch einer, genau. Okay, verbarrikadiert. Können wir die von hinten überraschen? Nee, ich hab hier noch einen Zombie-Attack. Angriff. Was auch immer ich sagen wollte. Attacke. Ach, der überlebt kommt da auch nicht rein, ne? Gehabt, oder was? Überlebt offensichtlich, weil du lebst ja noch. So ist das Mikro gut. Ja, aber so bleibt's wahrscheinlich nicht. Nee, so bleibt's nicht. Weil es sich immer umschlägt. Oh, Keycard. Eine Keycard. Das ist sie. Passiermarke. Brick Lane Markt. Market. Die sah gerade ganz lila aus, die gute. Mister, komm welche. Check dein Radar. Was heißt welche? Wie viele denn? Oh, die lebt ja noch. Die gute. Haben da noch mehr? Ich weiß es nicht. Da unten sind welche. Plündern. Ach, soll ich die jetzt abschießen mit dem Ding? Du hättest da was plündern können. Hast du nicht getan? Jetzt. Passiert nichts. Ach so. Aber das wusstest du nur, weil du es jetzt ausprobiert hast. Nee, weil sie gescannt hat. Ach so. Na gut. Nee. Ja, aber wie viele sind es denn? Lohnt sich das Geschütz? Ist doch immer nur der eine. Achso, ja. Da liegen natürlich noch welche. Könnte sein, dass die dann hochkommen. Ach, da mache ich mir jetzt noch keine Gedanken. Okay. Das Safehouse ist mein Werk. Vor langer Zeit habe ich mich ein paar Amateuren angeschlossen, die sich Raben vom Dienst. Wie ist mit Licht? Wir haben Orte wie diesen befestigt, wenn wir wussten, was kommt. Ach mal, die lädt sich entweder von allein wieder auf oder als wir geschlafen haben. Ah ja, okay. Ach, guck mal, die haben... Die wussten schon, was kommt und haben das befestigt. Die Frage ist ja, wo ist er? Also wo hockt er? Ob man ihn am Ende trifft? Ich glaube, wir hatten ihn sogar schon getroffen bei der Wii U. Ja, nein. Wirklich? Ich glaube, ja. Ich glaube nicht. Wir haben schon relativ viel... Zeug. Auch Munition, ne? Wenn wir sterben, ist alles weg. Es sei denn, man legt es in die Kiste, ne? Stimmt. Man könnte vielleicht auch ein bisschen Munition da reinlegen oder so. Oder wir müssen es halt wieder einsammeln. Oh, da hängt was. Der bewegt sich gleich. Schon ein bisschen creepy, ne? Hau mal gegen. Ein bisschen creepy ist es schon. Wie, dass der da hing? Der hatte keinen Bock mehr auf die Welt. Ja, so mit dem Licht und so, meine ich, war schon gerade ein Bild. Ja. Ja, nee, der hatte wahrscheinlich keinen Bock auf die Scheiße hier. Irgendwie nachvollziehbar. Oh, guck mal, ist das nicht die Leiter, wo ich verreckt bin? Nee, ist eine andere. Nee. Ja. Die war nicht so hoch. Da war auch da Platz. Ja. Ja, man hat hier echt immer diesen Nervenkitzel. Nämlich? Finde ich, wenn man halt Angst hat, sein Zeug zu verlieren, wenn man stirbt.
Was man halt zum Beispiel bei Resident Evil nicht hat, weil da lädst du halt dann neu. Und hier lädst du ja nicht neu, sondern du verlierst den Typen. Wir sind gerade eine Frau. Ja, oder die Frau. Ah, du hättest die andere Tür zuerst nehmen sollen. Ah, wir kommen ja bestimmt mal zurück. Na gut. Sieht auch ganz schön aus, ne? Shit, well, wir können das ja einmal laufen lassen und dann überspringen. Vielleicht ist das auch doch der Anfangs... Ne, ich glaube, das ist die Lade... Achso, du hast die... recht, das ist der Ladebildschirm. David, wir haben keinen Chat. Du brauchst nicht auf Ich habe nur auf die gucken. Uhr geguckt. Zombie hat die Pest vorhergesagt und den großen Brand von London, der sie beendete. Er kannte Pestopfer zu Lebzeiten und suchte sogar nach einem Heilmittel namens Panacee. Aber das ist ein Mythos. Gegen Pest? Du siehst so gut wie ich, dass nichts dagegen hilft. Ach so, gegen dieses Dings. Panacee, oder was? Panacee. Ja, dann doch besser Corona, ne? Als Zombies? Jo. Wahrscheinlich schon, ja. Alles ist besser als Zombies, weil dann wären wir vielleicht sonst schon tot. Da war gerade irgendwas mit Infizierter. Nicht alles ist besser als Zombies. In Life? Ich glaube, da drin ist ein Zombie. Irgendwas stand da gerade von Infizierten. Ich hab das zu deiner Sicherheit verriegelt. In Life? In okay, Life, in echt. Möchtest du in echt wirklich auf Zombies treffen? Nein, das habe ich nicht gesagt. Achso, ja, naja, ist klar, es gibt bestimmt auch was genauso schlimm ist oder noch schlimmer, aber... War das negativ, ne? Was? Ja. Irgendwo habe ich gesehen Infizierte. Guck mal, wir haben gar keine Karte mehr. Achso, weil wir den Ort hier noch nicht kennen, ne? Korrekt. Würde er trotzdem anzeigen? Ich glaube, Infizierte schon. Da oben war eine Kamera. Kannst du die jetzt hacken? Nee, schade. Aber wie? Was hat er gesagt? Ich weiß nicht. Der bringt uns das dann bei. Hat er aber noch nicht. Hm. Aber ich habe auch keinen... Was? Ach doch, jetzt wieder. Scanne jeden CCTV-Verteiler, den du finden kannst. Damit ich ihn hacken und die Kameras wieder aktivieren kann. CCTV-Was-Verteiler? So ein Verteiler soll ich scannen, nicht die Kameras. Aber guck mal, da das, was grün leuchtet, einfach. Ja. Ich finde auch die Grafik nicht schlecht. Die ist atmosphärisch. Ja. Das ist auf der Wii U dafür, und die war nicht so stark. Dafür, dass es ein Nintendo-Spiel ist, ne, eigentlich. Ja. Ich würde mal behaupten, da kommen Zombies. Das hat zwar nicht so die Puh, aber guck mal, allein die Häuser hier, finde ich, mit dem Himmel und so, das sieht ziemlich geil aus. Die Geräusche sind doch ganz geil. Da. Ich kann sie sehen. Vielleicht reichte der nicht so weit oder es wird doch nicht angezeigt. Versuch nochmal. Nee, ich glaube, der reichte nicht so weit. Okay. Pass auf nicht, dass die alle gleichzeitig auf dich zugerannt kommen, dann bist du am Arsch. Das denkst du. David, ich will nicht gleich verrecken. Da gab es übrigens auch einen coolen... Hau da mal drauf. Ach, der hat schon keinen Kopf mehr, oder? Da gab es übrigens auch einen coolen Multiplayer-Modus. Haben wir das mal gemacht? Ja, und zwar hat einer am Fernseher gespielt und konnte rumlaufen, so wie jetzt hier gerade. Und der andere hatte das Gamepad von der Wii U in der Hand. Und hatte quasi die Karte von oben gesehen. Ach, stimmt, und ich erinnere mich daran. Ja, das war cool. Und konnte dann so Zombies und so platzieren. Stimmt, das war cool. Also im Prinzip das, was jetzt dieses Resident Evil Online-Ding macht, so ein bisschen. Also ich habe nur platziert. Fantastisch. Deine Karte wurde aktualisiert. Ohne eine gute Karte bist du da draußen so gut wie tot. Wunderschön. Öffne die Abkürzung zum Safehouse. Ach genau, und so auch geiles Leveldesign. Eine Alarmanlage. Die haben irgendwas ausgelöst, die locken noch mehr an. Ja, oder guck mal, wenn man hier so hinguckt. Von der Lichtstimmung her und so, das sieht schon echt gut aus. Und ich finde auch, die Häuser sehen ziemlich gut aus. Der wird, ich sag's nur ungern, aber da ist alles voll Zombies. Die haben Alarmanlagen ausgelöst, das heißt, es werden noch mehr Zombies. Die Zombies wissen, wissen schon, dass ich das hier wertschätze. Das interessiert die, glaube ich, reichlich wenig. Die wollen dich einfach töten. Auch, was wollte ich gerade noch sagen? Genau, das Leveldesign. Aber da war doch jetzt was drin. Da war doch der Kasten, der grüne, oder nicht? Ach nee, doch nicht. Ach, das ist nur, wenn das bleibt. Vergiss das, alles gut. Dass man dann so Abkürzungen freischaltet, das finde ich auch geil immer, wie bei Dark Souls. Du gehst aber in die falsche Richtung. Nee, lass mich doch mal gucken.
Mann, negativ. Übrigens fehlen hier so ein paar Effekte, die bei der Wii U da noch waren. Ich habe mir nämlich so ein Vergleichsvideo angesehen. Vorne steht einer. Was sind für Effekte? Wo er dann das so als negativ angekreidet hat. Zum Beispiel, siehst du das oben links? Oben bei dem links, Licht? Ja. Als hätten wir eine Kamera, ne? So ein bisschen. Ja. Das ist so Dreck. Ja. Und das war bei der Wii U noch viel stärker. Aber ich denke mal, das war auch so ein bisschen... Ich meine, es ist ja nicht, weil die PlayStation 4 schlechter ist, dass sie es weggemacht haben. Es sah bei der Wii U teilweise echt übertrieben aus. Was macht man denn hier? Ach, das kann man sprengen dann. Ach, du kannst das jetzt schon sprengen. Nee, braucht C4. Ach so, aber da stand nur C4 platzieren. Wir haben gar keins. Das macht mich ja nervös, dass du dich hier so umguckst, obwohl da alles voller Zombies ist. Nee, ich bin leise und bedacht. Ja, ja. Aber wenn wir hier sterben, ist unser Charakter tot. Na, sterben wir nicht. Du bist hier erschrocken. Ja, ich weiß. Ich hab gedacht, hinter dir kommt noch was. Nein. Boah, du musst echt spielen gleich mal. Nein, dann sterben wir und dann ist sie tot. Da war ein orangefarbener Pfeil über dem Müllsack. Warum? Aber dann ist lustig, das ist der C4-Ding. Ach so. Oh, ich will die nicht gleich töten. Lass die mal noch ein bisschen leben. Komm, jetzt tu mal nicht so, als wärst du abgrundtief scheiße, wenn du spielen würdest. Bei dieser Art Spielen, wo ich den Charakter nicht sehe, bin ich definitiv schlechter als bei den anderen Spielen. Wäre das nicht auch lustig, wenn du dann so ein bisschen Angst hast und so? Weißt du, ich würde viel schneller laufen als du, dann wäre ich gar nicht in dieser Stimmung, weil du guckst dich einfach nur so unendlich lange an. In der Nähe ist ein Gulli. Er führt auf dem schnellsten Weg zurück zum Zelthaus. Riskieren Blick. Manchmal ist Rückzug die beste Option. Ein Gulli. Was soll ich machen? Einen Blick in den Gulli riskieren. Warum? Weil manchmal Rückzug die beste Option ist. Was hat das mit Rückzug zu tun? Weil du das freischalten musst, das ist die Abkürzung, glaube ich. Ach so. Gute Arbeit, Soldat. Ich dachte, die Tür ist die Abkürzung. Nein. Der Gulli ist die Abkürzung. Bleibt eigentlich da drin? Können die Türen öffnen? Keine Ahnung. Sie ist im Supermarkt. Sei vorsichtig. Jo, ja. Können sie. Damit wäre diese Frage auch beantwortet. Warum macht man die dann zu? Lohnt sich ja nicht. Naja, es hat ihn ja aufgehalten so ein bisschen. Und ja. Wenn du dann eventuell noch einen Schrank davor schieben kannst oder so. Ja, aber ich meinte so generell. Wo bin ich denn hier? Hier ist auch noch nicht. Nee, da haben wir noch keine Karte. Wo sollen wir hingehen? Zum Supermarkt? Achso, da müssen wir jetzt hin gleich. Aber jetzt, da ist das Safe. Da geht's zum Safe House. Ich geh auf jeden Fall erstmal hin. Wie mache ich das? Können wir ein paar Verbandskästen in die... Genau, und vielleicht auch ein bisschen... Box packen. Mal gucken, ob man die Munition aufsplitten kann. Kannst du das jetzt überspringen mit Kreis? Wenn es da steht, oder? Jetzt. Achso, okay. Oh, da lag was auf dem Boden. Was ist das? Die dunkle Prophezeiung. Mhm. Lag das da vorhin auch schon? Ach nee, wir kommen ja woanders rein. Vergiss es. Die dunkle Prophezeiung. Ah. Kannst du das nicht irgendwo mal nochmal zurück? Ein neues Utopia wird in Londinium erblühen. Und jene, die das reinigende Feuer dulden, werden seine Herren sein. Ja, doch der anderen Seelenpreis sei der Höllenfeuerpein. Gut, dass du kein Priester bist. Boah, nee, das war komisch zu lesen, oder? Hättest damit Schwierigkeiten. Nein, ich würde das ja dann. Ich würde mich ja daran gewöhnen. Okay, Argument. Ja, jetzt sind wir hier, wo eben die ganze Zeit dieser grüne Punkt war. Lieber John, es tut mir leid, aber ich glaube nicht, dass wir in diesem Punkt zu einer Übereinstimmung kommen können. Du scheinst bei der Lektüre der schwarzen Prophezeiung felsenfest von verbrannter Erde auszugehen. Während ich und John und viele der anderen es mehr als Warnung verstehen, dass wir den Leuten helfen müssen und nicht tatenlos zusehen, wenn es soweit ist. Hm. Ich weiß, dass du sauer auf mich und Ron bist, weil wir uns beim letzten Treffen mit dir gestritten haben. Aber ich hoffe, du verstehst, dass wir das Vorsicht ist besser als Nachsicht-Prinzip vertreten. Es ist wie mit der globalen Erwärmung. Wenn wir falsch liegen, haben wir zumindest versucht, die Welt zu verbessern, ohne dabei Schaden anzurichten. Haben wir jedoch recht und handeln nicht umgehend, bringen wir den gesamten Planeten in Gefahr.
Guck mal, da haben sie es auch schon gewusst. Aber da hat noch keiner was gemacht. Nee. Also hat sie recht gehabt. Korrekt. Können wir schon irgendwas auf? Ja. Oh, tatsächlich. Wieso, was haben wir denn gefunden, dass das... So ein Dingens haben wir gefunden. Was ist ein Dingens? Ne, so ein, das stand da, das Schussfrequenz aufwerten. Ach so. Es tut mir leid, aber ich glaube nicht, dass wir in diesem Punkt zu einer Übereinstimmung kommen. Musst du das wieder ausschalten? Lieber John. Hä? Es tut mir leid, aber ich glaube nicht. Lieber John. Das ist ja doof. Leid, aber ich glaube nicht. Ich dachte auch, sie liest das. Sie hat alles angefangen und hier wird es enden. Versprochen. Das ist wohl ein Fehler im System. Das Safehouse. Dein Überleben hängt davon ab. Die große? Die Bretter? Ja, die wegbringen. Eine haben wir, eine rechte. Ja, und die Lebensmittel haben wir auch, die helfen mir auch, oder? Nee, kann man nicht splitten. Wollen wir dann alle wegbringen und hoffen, dass wir noch neue finden, damit er nicht noch mehr drauf stapelt? Ich weiß es nicht. Ja, ich meine, die Pistole würden wir auch verlieren, ne? Richtig. Ach, behalt die Munition, scheiß drauf. Immerhin haben wir Bretter. Ja. Was kann ich aktivieren? Die Hammer, oder? Nee. Info, achso. Verschiedenes. Kannst du dich noch daran erinnern, wann wir das erste Mal gestorben sind? Als wir es erst das erste Mal gespielt haben? Nee, du? Nee. Achso. Okay. Ich glaube, es speichert auch, wenn wir schlafen. Kann das sein? Ja. Ohne Schlaf kein Speichern, richtig? Ich glaube auch, ja. Du hast recht. Also dürfen wir nur dann aufhören, wenn wir hier uns hingelegt haben. Richtig. Machen wir noch weiter? Ein bisschen noch, wa? Mir ist schon wieder so kalt. Und du musst auf das Grüne gehen, ja. Sind nicht die angemacht? Nee. Buckingham. Ich erinnere mich an das Museum. Oh, stimmt, das Museum. Können wir auch dran erinnern. Oh, eine Zeitung. Zeitungen. Ja, die muss ich jetzt nicht lesen, ne? Nein. Ah, ein Dietrich. Haben wir nicht. Kommen wir da hoch? Versuch mal, ob du da hochkommst. Kannst du springen? Nein. Nee, nur X drücken und dann... Er sagt mir auch, was ich machen kann, ne? Stimmt. Okay. Ich höre einen Zombie. Oh, drei Zombies. Nutz dein Radar. Du musst es manuell nutzen, wenn du wissen willst, was sich an den blinden Stellen befindet. Was ist denn da? Ach, da kannst du die Infizierten sehen. Theoretisch kann ich auch schon schießen, ne? Ah. Leuchtraketen. Na, die könnten nützlich sein. Grünes Licht verwirrt die Dummköpfe. So, warte mal, ich kann die auch mal scannen. Dann sehen wir die ja mal leuchten, ne? Oh ja. Da sind noch. Was ist das? Nee. Plünderbares Objekt, Tiere. Positiv. Was für Tiere denn? Weiß ich nicht. Infizierter. Auch positiv. Da ist noch was. Also. Wie kann man Leuchtraketen benutzen? Wahrscheinlich einfach werfen oder so. Kann sein, ja. Könnte man doppelt nach links machen. Kill ich die jetzt alle? Ja. Frage ist nur, schaffst du das so oder hättest du doch schießen sollen? Das sind ganz schön viele rote Punkte. Ich kann ja auch noch zurückgehen.
Aber die kommen auch da durch und die können bestimmt auch leitern. Der hat dich schon gesehen. Ich, ja. Der hat noch gelebt. Ich werde verrückt. Ich glaube, ich hätte Gnadenschuss machen können. Naja. Wenn ich nicht L2 drücke, sondern nur R2. Aber warum ist das rot? Das wollte ich. Das sind die Tiere. Vielleicht kann man die essen. Da kommt er. Der stirbt gar nicht. Weißt du warum? Der ist wieder größer und dicker als die anderen. Ja, das ist wie in echt. Ey, wieso hab ich da gedrückt? Ist wie in einem echten Leben. Ja, da hält er auch 2 Kopfschüsse aus. Oder wie viele waren es bei John Wick? 2, ja. Das war ein kleines bisschen dämlich. Nein, ich weiß gar nicht, was du meinst. Auto war nix. Da liegt noch einer rum. Hau drauf. Tja, das haben wir doch souverän gemeistert, würde ich sagen. Ja. Oh, da kommt irgendwo was. Oder nee, du bist irgendwo gegen gelaufen. Ich bin hier gegen die Tonne. Ah, okay. Bin ich Beine? Haben wir Beine. Nee. Sonst könnten wir nicht laufen. Ja. Man sieht die nur, wenn sie sich hinlegt. Ich wollte gerade sagen, können wir noch nicht lang, aber ich glaube... Komm ich denn nicht zurück, ne? Nee, ich glaube nicht. Lass mal. Ich glaube, du musst da in den Laden. Ich muss hier, glaube ich, lang, aber ich komme so, dann erstmal ja, zurück. Ja, dann warte noch. Worauf? Ach, auf nichts, da ist nichts mehr, du hast das schon. Okay. Oder ist hier eine Tür? Nee, ne? Schon, aber ich glaube, die geht nicht auf, oder? Nee. Von der anderen Seite, da komme ich dann vielleicht wieder raus. Ach, das kann sein. Ja, dann gehen wir darüber. Bam, 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 bam. Tipp. Doch hier nicht bei Zelda. Kra, kra. Ist aber ein Nintendo-Game. Also es ist ein Ubisoft-Game, ja, aber es war ursprünglich Wii U exklusiv, glaube ich. Sogar jetzt auf jeden Fall eine Zeit lang. Ja, ich glaube es kann... Oh, oh. Hitze, er war mit dem Alarm verdrahtet. Schnell rein, bevor alle Pestbeulen im Umkreis angelaufen kommen. Wie rein? Wo rein? Da irgendwie rein. Ja, aber da kommt doch der Typ her. Ja, aber jetzt musst du da gleich rein. Ui, 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 der hat dich erwischt. Schließen, schließen. Oh. Wie jetzt? Ach, scheiße, wir haben keine Bretter. Da wäre Verbarrikadieren jetzt cool gewesen. Ach, guck mal, okay, hier ist verbarrikadiert. Die Bullen sind sicher wegen des Supermarktalarms gekommen. Jetzt haben sie ein echtes Problem. Okay, der hat uns auf jeden Fall echt schon ein Leben abgezogen, ne? Ja. Nehmen wir mal... Nimm doch so einen Riegel. Warte, ich hab gerade hier mich verklickt. Genau, wo ich um. Du hast die Pistole und das Dings nicht mehr ausgerüstet. Doch. Oh ja, doch, okay. Jetzt Medikit ist zweimal nach links. Ratten. Okay, Moment, was ist das Ziel? Kamera freischalten? Schon gruselig, wie er da die ganze Gegend bollert, ne? Vielleicht ist das mehr als einer. Ja, gut, ja. Boah, das Kühlhaus hier erinnert mich so ein bisschen an... Da hängt was. Silent Hill 2. Ah, da ist was in einem Sack. Oh ne, das kommt doch zugekrabbelt. Da ist. Ah, das ist atmosphärisch schon nice. Ja. Da hängt auch auf jeden Fall noch einer irgendwo. Guck, Munition. Da. Da ist noch so ein weißer Punkt, ne? Mach nochmal. Wo? Da in der Nähe von dem roten da. Ach. Ach, das ist die Tür. Okay. Das war ja klar. Du triffst? Nee, doch jetzt. Hi.
Hey, nice. Was ist das? Ach, ein Energy Drink. Sieht aus wie so ein Quetschi. Ja. Verbarrikadiert. Mist. Such dir einen Hammer. Verbarrikadiert? Damit kannst du Bretter von den Türen schlagen. Ach so, das da ist verbarrikadiert. Ein Hammer. Ein Hammer. Oh, schade. Ein Guck mal, ein Hammer. Wenn du schon mal da bist, greif zu. Klau, was du kriegen kannst. Ja, sowieso. Die Kameraeinstellung, ne, dass man jetzt sehen könnte, wenn hinter einem jemand angerannt kommt. Ja. So, jetzt haben wir Bretter dabei, oder? Weil wir die da gerade abgemacht haben? Nee. Nope. Okay, so funktioniert das nicht. Quiche. Was wollen wir hier nochmal? Quiche Lorraine. Sachen sammeln und irgendwas okay. Noch Offizielles machen, glaube ich. Wieder vielleicht eine Kamera oder so. Okay. Ich höre jemanden. Ich auch. Ach, so mehrere Infizierte. Sind schon einige. Vier. Fünf. Okay, das ist der Ausgang, ne? Denke ich, ja. Nee, ich habe gerade gedacht, der sitzt im Einkaufswagen. Ach, guck, das waren auch Ratten, deswegen. Die sind auch infiziert, weil da stand ja Infizierte. Oh, jemand bewegt sich, der da. Den letzten würde ich jetzt auch noch drauf hauen. Supi. Was ist denn da für ein Objekt? Wie komme ich da hin? Von vorne. Oh, guck mal, da kommt noch einer. Ah, der ist gleich gestorben. Sie auch darauf ankommt, wie man trifft. Ja, sonst fliegen die immer nur nach hinten. Ich glaube, man muss ein bisschen nach oben auf den Kopf ziehen. Das ist noch so ein Energy Drink. Nehmen wir. Von da sind wir gekommen. Okay. Ach, hier konnten wir auch reingucken vorhin. Regale. Alles negativ, ne? Ich glaube schon, ja. Außer da, was ist denn das da? Ach, noch mehr Zeitungen. Nee, Bretter. Bretter. So, hier waren da wir. Da kommt's, kam's, oh, warst du gerade. Genau. Wahrscheinlich müssen wir die Alarmanlage noch irgendwie ausstellen. Wenn du den Kasten findest, schließ das Pad an, um die Kameras zu aktivieren. Guck mal, da war doch der Kasten, oder? Ach, hier können wir speichern. Ja. Na, das ist ein Bett. Naja, und? Ach, also können in wir jedem doch nicht. Bett kann man speichern. Dachte ich, aber war da nicht der Kasten? Wenn, dann müssen wir es erst, nee, wenn, dann müssen wir es erst sichern, ne? Denke ich mal. Ja, ich habe gedacht, das kann man da. Achso, wir müssen irgendwas anschließen, hat er gesagt. Das Pad. Ich hätte das mal gescannt, da war doch ein weißer Punkt. Gut, die CCTV-Kameras sind wieder online. Immer wenn du einen dieser Verteiler scannst, werde ich ihn hacken und deine Karte aktualisieren. Ja, Inventar voll. Schau auf dein Pad.
Schau auf dein Pad, Mann, das haben die wirklich nicht geändert? Nee. Benutzt doch, ach so, doof. Wollen wir mal Butter wegwerfen? Ja. Können dann was von dem essen. Molotov-Cocktails sind Klassiker. Und Klassiker sind auch in die Box packen, oder? Ja. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt nach Hause. Ja. Guck mal, die hätte uns überraschen können. Die haben wir nicht gesehen, ne? Das stimmt. Hat sie Gott sei Dank nicht. Heavy, die wäre vielleicht jetzt aufgestanden, wenn wir zurückgegangen wären. Okay, dann hoffen wir, dass wir jetzt heil nach Hause kommen. Oh, wo kommt der denn her plötzlich? Ich hab gedacht, wir haben da oben alles gekillt. Wer wurde die platziert? Von wem? Vom Mitspieler. Na guck, Munition konnten wir zum Glück noch stacken. Das geht ja hier, glaube ich, nicht. Gut, nun such den Weg zur Abkürzung von vorhin und schieb deinen Arsch in einem Stück zurück ins Safehouse. Jawohl, ja. Gerne doch. Irgendwo ist die verbarrikadiert. Ach, da. Tür. Ich habe Angst, dass mir jetzt hier noch einer überrascht, so wie der eben. Wo kam der denn überhaupt her? Ja, der wurde, wie gesagt, glaube ich, einfach... Der ist da immer, egal was du vorher machst. Okay. Ist ja irgendwie falsch, ne? Holy fuck. Macht genug Lärm, um Tote aufzuwenden. Der Ach ja, die können mir hier noch Special Gifts. Oh, da geh mal nicht so dicht dran. Lauf mal lieber. Lauf doch einfach. Ich hab irgendeine Trophäe. Du läufst nicht, du läufst. Ich muss gedrückt halten, Klavier ist gerafft. Da kommt noch einer. Los, los, rein da. Zumachen. Zumachen. Oh, da. Oh, okay. Ja. Jesus, okay. Das war gerade noch ein bisschen krass. Du bist nicht gelaufen. Ja, weil man gedrückt halten muss. Ich hab gedacht, man muss nur einmal drücken. Ja, hab ich auch gedacht. Deswegen kam ich die Leiter nicht hoch. So, du bist also zurück. Vielleicht ist dir im Hauptraum eine Kiste mit Rabensymbol aufgefallen. Es wird Zeit, sie dir zu zeigen. Das haben wir schon gemacht. Das ist ja viel zu spät jetzt. Wir hätten gar nichts einsammeln können. Wirklich. Darin kannst du Waffen, Munition und Vorräte. Oh Mann, ich will mal mit dem Steuerkreuz mich da bewegen. Du kannst das nicht mit dem Steuerkreuz machen. Dann aktiviere ich immer gleich. Ah, guck mal, jetzt kannst du aber die neuen Patronen könntest du drin lassen. Ja, oder mitnehmen. Ja, und die 18 drin lassen, ist mir auch recht. Wir müssen dann aber auf jeden Fall den Rucksack wiederfinden, sonst haben wir keine Waffe. Mach doch einen so einen Energy-Drink. Obwohl das gerade mit dem Baseball-Ding echt gut ging, ne? Also halt, die Pistole habe ich, hast du gesehen, ne? Ich habe einmal geschossen auf den Kopf, hat Kreis gebracht. Ja, und mach doch noch einen so einen, das da, was ist das? Leuchtfackel. Achso, und hier so einen Energy-Drink noch da rein. Aber dann haben wir so viel, die Cola kann auch weg. Na gut, mach halt aber den Rest. Ja, wir müssen einen kann ich noch essen, ja, so behalten wir das, aber einen esse ich noch. Warte mal, leg dich erstmal hin und guck, ob das so heilt. Ja, du hast recht. Bevor wir das essen. Das wäre ja sonst Quatsch. Verschwendung von Nahrungsmitteln. Siehst du, sie hat Beine. Da. Ja, heilt. Okay. Alles klar. Gut, aber ich sage, wir hören erstmal auf, oder? Ja. Weil... Das heißt, man muss das timen, ne? Die Missionen. Richtig. Dauern ja dann auch ein bisschen, aber ich finde, wir haben ja einiges jetzt schon gemacht. So. Viel Spaß mit der ersten. Ja, das war die erste Halloween-Oktober-Folge. Es sei denn, Victor hat jetzt tagsüber. Na, müssen wir mal gucken, wann wir das hier aktivieren. Ja, es sei denn, es hat vorher noch jemand anders was anderes gestreamt. Wir wissen es nicht. Genau, auf jeden Fall ist es heute der 1. Oktober und der 1. Oktobertag. Ja. Und wir freuen uns auf weitere Horrormomente. Bis denn. Bis denn. Bye, bye.